Moin zum YouTube, hier ist wieder mal euer René von Formlog. Willkommen zu LS17. Hier hatten wir die letzte Folge abgestellt. Da macht auch hier die Folge weiter. Wir haben letzte Folge den Dings und wollten den Grubber abholen. Da war ja noch was. Umsonst stand der Trecker nicht hier. Uiuiui. Oh, den Spielton im Hintergrund habe ich jetzt auf zwei Videos heute nicht aufgenommen. Auf Trackmania und LS, Minecraft. Okay, eigentlich. Aber wieder anschalten. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt im Hintergrund hört. Hab den jetzt so wie immer. Vielleicht passt das. Auf zwei Videos habe ich es jetzt nicht. Ist aber auch nicht tragisch. Vielleicht hört man den auch nicht. Ich habe noch nie drauf geachtet. Ich glaube, bei Landwirtschaftssimulator hört man den und bei Minecraft. Ich glaube, bei GTA sogar gar nicht. So, den wollen wir verkäfele. Bringen wir dann noch ein bisschen Money draus. Ui. Apuschki. Alter, die Mubel. Wo das Ding? Ah, konfigurieren? Hat doch eh keine. Verkaufen. Wow. Mama mia. Das meiste habe ich auch noch nicht mehr gekriegt. irgendwas. Mehr kriegst du nicht. Ich weiß gar nicht, wie teuer das Ding ist. Aber... guck mal, 2000 habe ich rausgekriegt. 7000 stecken sie sich gleich in die Tasche. So. Oh, ich habe den nicht sauber gemacht. Doch, hatte ich doch. Sollen wir mal nie einscheißen. Ich hatte die Maschinen alle sauber gemacht. Das will ich mir nicht vorschreiben, dass die mir was abgezogen hat und nicht, dass ich die sauber gemacht habe. Ne. Ich habe die sauber gemacht. Das habe ich das letzte Mal noch gemacht. Boah, der ist schon mal ein bisschen größer. Das ist schon mal was Besseres. Auf dem Feld, ja, sagen wir mal einfach, jetzt müsste ich, vorher müsste ich 100 Mal, jetzt muss ich vielleicht 80 Mal, 70, keine Ahnung. Ist ja eigentlich auch nur eine Schätzung. Weiß gar nicht, wie viel ich immer hin und her getuckert bin mit der kleinen Ding. Weiß ich gar nicht. Ich zähle das auch nicht nach. Kann ja mal den Drescher machen. Er kann ja gerne nachzählen. Ich zähle das nicht nach. Ich bin doch nicht doof. Ich zähle nicht so nach, wie oft ich hin und her fahre. So, ich stelle ihn jetzt erstmal hier hin. Machen tue ich noch nichts.
tue das Gerät mal ausklappen. Oh, dann weiß ich nämlich genau, wie weit ich noch rüber kann. So, zack. Dann passt das. Dann kann er hier stehen bleiben. Was ist das? Hä? Warum macht der Trecker einen Kopfstand? Was soll der Scheiß? Oh. Ich hab den aber nicht so hingestellt. Guck mal, die faule Sau. Hat nichts getan und schon... Da. Hat nichts getan und schon müde. Wer hat meinen Trecker so hingestellt? Also ich nicht. Ja, verraten könnt ihr mir auch nicht. Der Trecker macht sich nicht selbstständig. Das kann der nicht. Guck mal, speicherst du das Spiel und schon steht dein Trecker auf dem Kopf. Gleich speichere ich das Spiel. Ich glaube am Dienstag ist die neue Folge wieder von Landwirtschaftssimulator. Ja, ich nehme das Ganze am Sonntag auf. Sonntag kommt einer, dann wieder Dienstag. Yep. Stell dir vor, ich komme dann drauf. Stehen alle meine Geräte auf dem Kopf. Was soll das denn? Muss man das verstehen? Glaub nicht. Vielleicht hat er sich auch mal gedacht, ich bin müde. Ich hab schon immer was zu viel getan. Jetzt geh ich mal pennen. Hat der nicht gemeckert wieder? Ja, hat er. Guck mal, ein müder Trecker, was gibt's denn so? Vor, ich würde im Trecker sitzen. Ey, Besitzer von mir. Würde der Trecker zu mir sagen, darf ich mir mal schlafen legen? Ich bin müde. Ich habe heute schon genug geleistet. Oh Mann. Hier erlebst du was. Mann, ey. Also ich schmink es ab. Ich habe den Trecker nicht so hingestellt. Natürlich jetzt alles auf Aufnahme, ne? Man könnte das so mal eben schnell durchgucken. Aber eigentlich fährt er auch alleine weiter. Natürlich müsste die Kiste auch erst anschalten, dann geht's auch wieder. Er fährt alleine. Das ist gut.
Es fühlt sich so an, als ob hier mehr drauf ist. Aber am liebsten mag ich die Viereckswahl. Ich bräuchte mir sogar keinen neuen Ladewagen so kaufen, weil die könnte ich auch da so drauf stapeln. Aber erstmal habe ich jetzt was zum Ballen machen, damit das Geld nicht so gesehen auf dem Acker liegen bleibt. Ich bin doch gerade mit dem Trecker dahin gefahren. Warum habe ich nicht kleine Spritze mitgenommen? Die sind doch nicht so teuer. Oh doch. Ah ne, das ist Stinkepiet. Da sind sie. Da, die kostet mal gerade 24. Da ist doch nichts hinter. Irgendwo ist ein Flattermax unterwegs. Oh nein, 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 nein. Irgendwo ist eine Hubschrapp-Schrapp-Schrapp-Schrapp. Oh, wo ist das Ende der Schlange? So. Weiter geht's. Legt sich einfach ein Trecker auf den Kopf. Ja. Ja, und was darf ich nächstes Mal machen? Der wieder hinstellen. Ey, ich speichere das Spiel. Und dann nächste Folge, wenn ich die nächste Folge wieder aufnehme, gucke ich danach. Vielleicht steht er wieder auf seine vier Reifen. Oh nein, 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 wieder. Jedes Mal vergesse ich das. Hier scheint er wohl mal gehalten zu haben. Weil da ist eine Lücke in der Reihe. Und ich war in der Reihe noch nicht. Jedes Mal achte ich jetzt nicht unten auf die Zeit. Das Feld ist länger. Ich glaube ja. Oh ne, dann kriege ich auch mehr Bälle. Natürlich, das Feld ist deutlich größer. Ich glaube, das andere, ja, das 12er ist nochmal ein Stück größer. Dann wird der nochmal ein Spaß. So, morgen die Klappe abfahren. Oh, die Folge nähert sich auch wieder dem Ende zu. Ja, das Highlight der Folge war natürlich der Trecker auf dem Dach. Gucken, ob er nächste Folge so immer noch steht. Also ich habe nichts dran gemacht. Habt ihr ja selber gesehen. So, dann tun wir jetzt mal den Helfer wieder aufhalten. Ja, dann macht der nächste Folge das Feld fertig. Der Trecker steht immer noch auf dem Dach. Dann werden wir wohl nächste Folge machen, nachgucken, ob er immer noch so steht. Aber trotzdem, wenn es euch heute gefallen hat, drückt gerne das Däumchen nach oben. Lasst mir ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer René von Farm.